Die Cornelia fragt, wie sieht es denn mit der Reinkarnation von Tieren aus? Kommen sie immer als die gleichen Tiere zurück? Kommen sie überhaupt zurück? Und was passiert mit ihnen, wenn sie inkarnieren? Warum inkarnieren sie, wenn, falls es so sein sollte, dass sie inkarnieren? Und so weiter und so fort. All das werden wir heute beantworten. Dann schauen wir ins Tagesorakel, ins Morgengebet und all das nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, den 17.11.2021 zu deinem Tagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Schön, dass du einschaltest. Ich grüße dich auch. Und ganz liebe Grüße an Cornelia. Schön, dass du dabei bist und deine Fragen stellst. Ja. Also, Tiere müssen eigentlich nicht inkarnieren. Beziehungsweise müssen nicht reinkarnieren, inkarnieren schon. Sonst hätten wir ja keine Tiere auf der Welt. Das wäre komisch, wäre auch zu schade, wäre auch schlimm. Also Tiere sind wunderbar. Sie müssen aber nicht reinkarnieren. Sie kommen gerne zu ihren Begleitern in dieser Inkarnation zurück. Das heißt, wenn du einen Hund, eine Katze hast, lieben die dich sehr, sehr, sehr. Sie bleiben sowieso ein Leben lang bei dir, solange du lebst, ob nun als geistiger Wesen oder auch in Form einer Inkarnation. Das können sie auch machen, aber das entscheiden sie ganz allein. Weil sie haben kein Ego, dementsprechend können sie auch nicht auf die Dunkelmächte reinfallen und sind also auch vom Reinkarnationszyklus komplett ausgeschlossen. Also da kann nichts passieren quasi. Ne? Aber sie können und sie machen es manchmal auch. So wie bei den Menschen. Hat jedes Tier ja eine spezifische Art. Ein Hund bleibt natürlich immer ein Hund. Eine Katze bleibt immer eine Katze. Und stell dir vor, ein Hamster auch ein Hamster. Das ist absolut beruhigend. Meinst du? Ja, das finde ich so. Wenn der Hamster auch immer ein Löwe wird? Ja, eben. Das muss ich nicht unbedingt haben. Stell dir vor, du hast einen Hamster gehabt und jetzt kommt der, will der aber zu dir zurückkehren als Krokodil. Ja. Oder als Spinne. Eben. Kann natürlich auch. Ne? Ja. So. Dann hast du auch mal eine Spinne und die geht nicht weg. Genau. Nee, wir reden ja auch von Tieren, die eine Individualseele haben und die auch ihren Besitzer haben, ihren Begleiter haben. Nicht Besitzer, sondern Begleiter haben. Es gibt keine Tierbesitzer, nur Tierbegleiter. Und wenn das Tier nochmal inkarnieren möchte, dann inkarniert es aber nur bei seinem Begleiter in diesem Leben. Genau. Es geht nicht zu niemand anderem und dann natürlich auch nur, solange dieser Begleiter lebt. Genau, weil ihr seid miteinander verbunden. Das Tier hat sich ja auch vor der Inkarnation ausgesucht, zu dir zu kommen. Aber ein Tier ist so rein, so sauber. Und da kannst du dir vorstellen, ein Tier hat zwar auch seinen Lernprozess in dieser Inkarnation, das ist klar, das ist ja auch hier, um Sinnerfahrungen zu machen, aber es schwingt dir sowieso schon auf einer sehr, sehr hohen Ebene. Und das spürt ja jeder Mensch, der mit Tieren verbunden ist. Und ja, also auch die Frage, ob sie eben immer als die gleichen Tiere zurückkehren, ist ganz klar, wenn zu bejahen. Also ein Hund hätte bestimmt keine Lust, eine Katze zu werden. Nee. Und umgekehrt genauso wenig. Ja, denn eine Katze ist ja nun auch etwas Wundervolles, aber es sind ja gänze andere Charaktere, gänze andere Wesen. Wenn man mal überlegt, also die Diva-Katze sollte jetzt auf einmal als Hund zurückkehren, die zeigt dir einen Vogel. Auch wenn sie manchmal fängt. Ne? Weil die Katze zeigt den Menschen schon manchmal vor, die schenkt sie ja auch. Ja, also, das ist ja dann, also, das macht sie das. Das ist ja dann ein Kompliment. Genau, aber den Vogel meinten wir jetzt nicht. Genau. An dieser Stelle. Und das ist eben genauso wie bei Menschen auch. Der Mensch wird ja jetzt auch kein Pferd, Krokodil, Nilpferd oder ja, manche Menschen sind zwar Nilpferde, aber das hat andere Ursachen. Frech bist du heute gar nicht. Bitte? Ja, ich meine das so. Kennst du keine Nilpferde? Nö. Als Nein? Mensch, nö. Nö? Sicher, dass du keine Nilpferde, auch nicht in deinem Direktion. Muss man so fragen. Ne? Manchmal schon, oder? Naja. Dann doch eher Esel. wahrscheinlich. Nein, der Mensch bleibt immer. Stur wie ein Esel, das schon, ne? Ja, der Mensch kann auch mal stur sein wie ein Esel, wobei man dann den Eseln ja Unrecht tut. Das stimmt, aber du musst halt überlegen, nein, er wird in der nächsten Inkarnation nicht zum Esel, sondern das sind die Menschen da schon in dieser Inkarnation. Genau. So rum halt. Eben. Ne? Manchmal schon. Manche Menschen sind auch arge Schweine, aber das sind dann andere. Immer diese Tier vergleichen. Ja, manchmal schon. Ne? Also,
aber die Zuschauer wissen schon, wen ich meine und was ich meine und warum genau. Das so ist. Also die kennen bestimmt auch solche komischen Leute auf jeden im Umfeld Fall. Und so. Manchmal ist es so. Aber wie gesagt, aber Tiere bleiben Tiere, Menschen bleiben Menschen und Tiere bleiben auch spezifisch ihre Rasse, in der sie geboren worden sind. Und jetzt gucken wir ins Tagesorakel, wann heute abholt. Macht nichts. Doch, doch. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, das Thema haben wir ziemlich gut erklärt. Ich hoffe auch. Wenn nicht, schreibt uns in die Kommentare. Genau. Und ich möchte mir noch mal zu der goldenen Zeit auf die Uhr, die Gerichtsstelle und die Engel, was sie uns für den heutigen Tag mitgeben möchten, was sie uns sagen möchten. Da ist schon was ausgefallen, wie ihr sehen könnt, aber das waren mehrere Karten. Dementsprechend macht es gerade gar nichts. Die darf man auch nicht an die Seite legen. Das ist immer nur, wenn man eine Karte rausfällt. So. Ja, wollen wir schauen. Was haben wir denn für euch? Wir haben den Berg und die Talfahrt. Ach nee, das war wieder was anderes. Den Berg, den Park, also doch das Tal fast auch noch mit drin und den Mond. Vielleicht fühlst du dich heute nicht ganz danach rauszugehen in die Öffentlichkeit. Vielleicht fühlst du dich heute ein bisschen blockiert, ein bisschen down und auch von der Psyche ein bisschen runtergezogen. Dennoch solltest du gucken, dass du das in der Form nutzt, dass du vielleicht tatsächlich in einen Park, in eine Gartenanlage oder ähnliches gehst, auf jeden Fall wohin, wo schöne Blumen, Bäume und so weiter für gewöhnlich sind, auch wenn jetzt nicht so viele Blumen wachsen. Dennoch ist die Energie ja dort vorhanden. Ein paar Herbstblumen gibt es noch, ne? Aber das war es dann auch. Aber trotzdem in die Natur gehen, in einen Park gehen, eine Grünanlage, in Grün findest du immer und dich da einfach ein bisschen ausruhen. Nicht zu viel tun, die Blockaden einfach so ein bisschen überwinden, die Seele heute einfach mal baumeln lassen. Und zwar draußen an der frischen Luft, auch wenn es kalt ist. Genau, wichtig ist auf jeden Fall, neue Energie zu tanken und dazu eignet sich die Natur sehr gut, vor allem auch die Bäume. Lehn dich an Bäume, sprich mit den Bäumen, hör ihnen zu, was sie zu sagen haben und genieße, falls du Blumen findest, genieße einfach auch noch die Schönheit der Blumen und dann wird es dir auch sofort wieder besser gehen. Genau, mein Humor. Jetzt noch die Kraft der Engel-Orakel heran, die Energie der Engel hier noch zusätzlich. Wir haben Tränen. Wir haben die Schwangerschaft. Du bist traurig, weil du schwanger bist. Ach nee, das heißt wahrscheinlich jetzt doch was anderes. Ja, manche Menschen sind auch traurig, wenn sie schwanger sind. Das soll es auch geben, wenn sie es nicht gewollt haben. Das ist heute nochmal für eine schwierige Sache. Hätte man sich halt vorher überlegen sollen. Man weiß ja, wie man es macht. Ne? Und man weiß auch, wie man zu einem Kind kommt. Und wie gesagt, der Engel Gabriel. Also es geht tatsächlich darum, die Tränen zuzulassen, damit dein inneres Kind wieder Heilungsprozesse erfahren kann, können und du wieder mehr zu dir kommst. Genau. Das ist sehr wichtig, dass man sich von den Blockaden nicht runterziehen lässt, sondern dass man im Endeffekt dann auch diese Gefühle dann zulässt, damit es auch alles heilen kann. Und Erzengel Gabriel hilft dir von Herzen gerne dabei, sodass du dann am Ende des Tages auch wieder Zugang zu deinem inneren Kind hast und dich wieder freuen kannst wie ein Kind. Genau, jetzt holen wir uns noch einen Edelstein dazu. Für den heutigen Tag haben wir den Apatit schon wieder. Also Fortschritt, nicht Perfektion. Er begleitet dich so lange, bis du das begriffen hast. Genau. Würde ich mal so sagen. Also ran an den Fortschritt. So, und jetzt kommen wieder unsere Kleinen, nämlich die Kinder dran. Wir wollen schauen, was wir für die Kinder heute wieder für wertvolle Aspekte haben. Da haben wir das Teilen. Guck mal, das ist die Karte, das Teilen sagt euch, teile heute etwas mit jemand anderem, dann werden deine Engel auch etwas mit dir teilen. Also nämlich einfach die Liebe teilen, etwas Schönes teilen, etwas Schönes abgeben. Das macht Spaß, das ist schön. Gucke, was du mit jemandem teilen kannst und sag die Worte, wenn ich anderen etwas abgebe, bekomme ich immer etwas zurück. Das ist sehr schön, deswegen teilt was, etwas miteinander, dann freut ihr euch nämlich beide und dann habt ihr auch einen super Tag. Das ist sehr, sehr schön, diese Hinweise, die uns dann die Engel geben. Genau. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Und ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel an unsere Seite und wir laden sie ein, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde nun mein Herz in Liebe mit deinem und bitte dich, dein Herz in Liebe mit meinem zu verbinden. Denn wir sind alle eins jetzt im Gebet.
Geliebte urliebe Lichtquelle, danke, dass du den Kindern zeigst, wie schön und wunderbar es ist, Dinge zu teilen, wie wir davon profitieren können, wie wir im Einklang miteinander sind, wenn wir teilen, wenn wir von Herzen etwas abgeben, etwas geben und hilf den Kindern auf diesem Weg und zeige ihnen die Liebe und die Energie deiner Engel. Danke, dass du uns hilfst, Tränen zu überwinden, unsere Seele zu heilen, indem wir wieder rausgehen in die Natur und die Kraft der Natur, der Bäume und der ganzen Grünflächen wieder nutzen können, damit unsere Seele heilen kann. Geliebte urliebe Lichtquelle, wir danken dafür, dass du uns hilfst, an unsere Emotionen zu kommen, dass du uns zeigst, was es noch zu heilen gibt. Wir danken dir auch für die Lösung, dass wir uns der Kraft der Natur widmen können, dass wir uns der Kraft der Bäume, der Kraft der Blumen widmen können und daraus auch Heilung ziehen dürfen. Wir danken auch für die Unterstützung, insbesondere von Erzengel Gabriel, sodass unser inneres Kind dann wieder ganz heil ist und auch wieder fröhlich sein kann und wir auch dann wieder fröhlich sind. So ist es. Das ist, okay. Erzengel Michael schickt dir die Karte Schütze dich. Das ist natürlich in dieser Situation, gerade wenn deine Seele so empfindlich ist wie heute, besonders wichtig, dass wir gut beschützt sind. Dafür wollen wir beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, lieber Erzengel Michael, wir bitten euch, mich, meine Angehörigen, mein Auto, mein Zuhause und mit deinem machtvollen Schutzschild zu beschützen. Hüllt uns in das purpurne Licht Michaels ein, das nur Liebe durchlässt. Bitte weicht Tag und Nacht nicht von meiner Seite und sorgt dafür, dass meine Angehörigen und ich in Sicherheit sind. So ist es. Erzengel Raphael meldet sich auch und sagt, bitte Erzengel Raphael Hilfe. Das finde ich sehr schön, dass er uns auch noch zusätzlich unterstützt und dafür wollen wir beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, lieber Erzengel Raphael, ich bitte euch um eure heilende Hilfe bei meinen Situationen, bei der Heilung meines inneren Kindes, bei der Heilung meiner Emotionen, bei der Heilung von allen Verletzungen, die mir heute so hochkommen. Ich danke für eure göttlichen heilenden Interventionen. So ist es. Das wünschen wir dir, einen wunderschönen Tag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in dein Körper, Geist, Seele, System hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines Körpers, tief in deiner Seele und behüte und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen. Udo Golfmann und Natja Hafendorf. Tschüss.